Best auf Doppelmoral-Boss. Die Sache mit Z-Max. Wir schauen kurz rein. Kommt, Leute. Kommt. Ja. Oh. Oh. Der Bushido K1-Disbeat. Wo habt ihr eigentlich die ganzen Rechte dafür her? Heute zeige ich euch die neuesten Meisterwerke von Z-Max. Los geht es mit Unser Kind. Was geht's? Heute haben wir auf jeden Fall unseren Sohn mit dabei. Nein, das ist auf jeden Fall der kleine Bruder von Ellie. Ja, Digga. Also. Danach dem Tag kam das Video. Mein Sohn spielt zum ersten Mal mit mir Fortnite. Raphael ist wie gesagt der Bro von Ellie. Er hat heute und gestern zum allerersten Mal quasi Fortnite gespielt. Ich finde das sowieso immer so schwierig, wenn man so mit Kindern Content macht, Alter. Aber das ist doch nicht dein Sohn. Warte mal. Wenn das der Sohn von ihm ist, aber auch gleichzeitig der Bruder der Freundin, dann heißt das doch, okay. Gut gemacht. Erstens, es ist immer noch der Bruder deiner Freundin. Zweitens, hat er doch schon gestern mit dir Fortnite gespielt. Aber im Titel steht zum ersten Mal. Das nächste Video heißt, wir spielen verbotenen Duo Cup auf Amerika-Servern. Alles klar. Da bin ich gespannt, wie der Amerika-Club, der ist ja verboten. Den hat Epic Games gemacht und direkt verboten. Stern mit Freundin Stern. Leider ist es nicht verboten, auf den Server zu spielen. Aber Hauptsache, du hast im Titel, dass es mit deiner Freundin zu tun hat. Wir erinnern uns an diese Aussage von Z-Max. Und sie wird ab jetzt jeden zweiten Tag ein Video hochladen und jeden zweiten Tag wird auch ein Stream kommen. Nee, warte mal, dann hat er ihre Mutter geballert. Heißt, hier gibt's täglichen Content für euch. Ja, läuft ja super. Das nächste Video heißt, meine Ex-Freundin klärt mein kleiner Bruder. Digga, das sind 6 Minuten 43 pure Hopsname. Wie gibt's so, woher? Damit OG-Skins und das passierte. Das letzte Video mit meinem kleinen Bruder so gut angekommen ist, dachte ich mir, ich prank ihn einfach heute. Wir treten direkt in seine Lobby bei. Wie ist der eigentlich immer heiser? Weil ich hab zu ihm gesagt, er soll mich direkt einladen. Er spielt mit jemandem anderes. Wer soll das sein? Hä? Warte. Was machst du? Wer bist du? Hi. Sorry, was machst du? Hä? Pinky? Was macht meine Ex-Freundin hier? Jenna, bist du lustig? Heck. Da, Digga. Oh, Digga. Oh, Junge. Oh, Digga. Alter, der Cringe-Ingo Level 1000, Bro. Bro. Aber man, also ganz ehrlich, Digga. Ich könnte seine Ex-Freundin auch nicht also no front natürlich, aber ich könnte es nachvollziehen, wenn sie lieber mit seinem Bruder als mit, also ja. Kennt ihr euch? Pinky, wie bist du hier gelandet? Das ist mein kleiner Bruder. Ich wusste es nicht. Wir haben Abo-Zocken gemacht und so. Der ist jetzt einfach hier meine Lobby, wir haben ein bisschen gezockt, ganz normal. Was will jetzt meine Schnecke? Was für deine Schnecke? Digga, ist das unangenehm, Bro. Mir läuft's gerade wirklich eiskalt den Rücken runter und wirklich die... Also, Digga, ich scheiß mich gleich ein, weil's so unangenehm ist. Ich mach mir gleich voll, ich krakele gleich rum. Ich scheiß mir gleich in die Hose, weil es so dermaßen unangenehm ist. Ich hab mich noch nie eingekackt vor Cringe, aber das passiert hier gleich. Jenna, provozier mich nicht, Alter. Jenna, provozier mich nicht, du bist doch ein kleines Kind. Nerv nicht. Junge, was für Schnecke, Alter. Du weißt ganz genau, dass du meine Ex-Freundin. Junge, also die Schauspielskills. Bei den Schauspielskills, Junge. Da frage ich mich wirklich, warum du noch nicht längst in Hollywood bist, Digga. Also, das ist so unglaublich stark, was du hier machst, Bro. Ganz viel not like this in the chat. Ganz viel not like this. Wieso machst du dich an meine Ex-Freundin ran, Junge? Du hast mir einfach meine Ex-Freundin ausgespannt. Imagine, dir wird deine Ex-Freundin ausgespannt. Stell dir vor, du verlierst deine Ex-Freundin, Digga. Das ist schon deine Ex-Freundin und die wird dir trotzdem einfach ausgespannt, obwohl du sie schon verloren hast. Bro, wild. Respekt, dass du deinen kleinen Bruder in so einen Mist mit reinziehst. Abgesehen davon, dass der Titel Jo Olli ähnelt. Das nächste Video heißt, es ist vorbei, ihr zerbrochenes Herz. Wenn der Bruder vor allen Dingen 11 ist und die so in seinem Alter, dann geht da ja gar nichts auf. Digga, dann ist aber heute gar kein guter Tag. Heute ist gar kein guter Tag.
Nach 10 Minuten kommt er dann endlich zum Punkt und sagt Folgendes. Genau deswegen fällt es mir auch so schwer, dieses Video hier zu machen und euch einfach sagen zu müssen, dass ich halt jetzt nicht mehr wahrscheinlich es schaffe, jeden Tag ein Video zu bringen. Hm. Ich habe es größtenteils wegen dem Geld gemacht, so diese Daily Uploads, weil ich es als Chance gesehen habe, mir eine Zukunft aufzubauen. Und daran finde ich es nichts geldgeil oder verwerflich. Ich habe es größtenteils wegen dem Geld gemacht, nicht weil ich Spaß dran hatte. Daran ist ja nichts geldgeil, wenn ich es nur wegen dem Geld gemacht habe. Also meine einzige Motivation war Geld. Das ist ja nicht geldgeil. Geld ist nicht alles, Freunde. Geld ist übrigens nicht alles. Geld ist nicht alles. Und Geld macht auch nicht glücklich. So ist es nämlich. Und ich verspreche euch, sobald das mit dem Umzug geklappt hat, werden die heftigsten Videos, die ihr seit längerem schon im deutschsprachigen Raum gesehen habt, kommen. Sau die chilligen Eyebrows. Oh. Ach, egal, komm. Vertraut uns. Zehner. Das nächste Video heißt, wir wurden verhaftet. Okay. Aber auf jeden Fall wurden Ellie und ich einfach sozusagen verhaftet. Nee, aber das ist auf jeden Fall eine crazy Story. Ich würde sogar sagen, mit die heftigste Real-Life-Story, die ich jemals erzählt habe. Ich fasse euch einen Teil zusammen. Okay. Simex und seine Freundin haben etwas Wein getrunken. Als der Wein leer war, wollten die beiden losgehen und neuen in der Stadt holen. Jedoch darf man nach 21 Uhr nicht mehr raus wegen der Ausgangssperre. Doch die beiden sind trotzdem welchen holen gegangen. Okay. Vorbild. Und dann dachten wir uns, okay, ey, Mardik wird nichts mehr mit Vino sippen. Und irgendwo haben wir uns dann auch die Frage gestellt, wieso ist es mittlerweile so traurig geworden, dass man einfach nicht mal mehr rausgehen kann und sich einen Vino holen kann? Natürlich. Wieso kann ich mir kein Vino holen? Ich will doch hier nur ganz entspannt einen Vino sippen. Ich will doch einfach nur einen Vino sippen, sag mal. Wieso kann ich denn jetzt hier nicht, wieso kann ich mir hier nicht noch ein Vino kaufen, sag mal? In welcher Zeit leben wir denn, wo ich nicht mal mehr rausgehen kann, mir was zu saufen holen kann? Die da oben! Ich will mir den Vino reinsaufen, will ich mir! Natürlich gibt es diese Regel, nach 21 oder 22 Uhr darf man keinen Alkohol kaufen. Die respektieren wir natürlich auch. Die respektieren wir auch, aber wir sind halt trotzdem rausgegangen, also haben wir sie nicht respektiert. Haben sie in dem Moment vergessen. Ja! Ja! Nein! Ja! Ich hab die in dem Moment vergessen! Oh! Officer! Mord ist illegal! Das muss ich wohl gerade, als ich den Mord begangen hab, das muss ich wohl vergessen haben! Dann geh! Geh, komm, passt, geh! Digga, so ein Alzheimer will ich auch haben. So ein Alzheimer will ich auch. Wo kriegt man das? Bestimmt vom Vino-Tippen. Da die Läden zu hatten, kamen sie auf die Idee, bei einem Lieferdienst Wein zu bestellen. Aber da die beiden schlau sind, haben sie es zu einem Ort in der Stadt liefern lassen und nicht nach Hause. Und? Was? Was ist das denn für eine weirde Story? Was ist das für eine Story? Dings, wir machen das so, ja? Wir bestellen den Vino quasi, aber nicht zu uns, damit, wenn der Vino kommt, wegen Alkohol verkaufen und so nach 22 Uhr mäßig, bringen wir den in die Stadt, damit die nicht wissen, wo wir wohnen. Und dann holen wir den einfach ab und wenn die fragen, was wir in der Stadt machen, sagen wir gehen Wein abholen. Digga, die haben wir. System? Ausgedribbelt. Dann müsst ihr euch vorstellen, waren wir 15 Minuten von uns zu Hause entfernt. Wir hatten Weinflaschen in der Tasche. Um genau zu sein, 2 Stück. Mir ist dann eingefallen. Die hatten aber richtig Bock, sie einen reinzubechern, Digga. Oh no, wenn wir jetzt von der Police erwischt werden, so, dann gibt's erstmal eine dicke Strafe, weil wir alkoholische Getränke dabei haben. Das ist mir natürlich erst eingefallen, als ich diese Getränke dann in meiner Hand hatte. Und wir dann schlecht sagen können, hey, ja, wir sind nur mit dem Hund Gassi, was wir ja eigentlich auch nur waren. Ach so, stimmt, ihr seid ja nicht losgegangen, um Wein zu holen. Digga, kein Konzept, ich liebe dich dafür, dass du dir das alles anguckst.
Ich liebe das, Digga. Dann haben die gesagt, ja, was macht ihr hier? Wir so, ja, wir waren mit unserem Welpen spazieren, dann wurde ihm kalt und deswegen mussten wir so schnell wie möglich nach Hause, weil sie wollen ja nicht, dass er eine Blasenentzündung und so bekommt. Digga, der belügt doch, der ist auch wirklich, also Bro, der ist ja so gigasmart, dass er das danach sogar noch kurz, direkt danach in München, in Bayern, wo sowieso ganz anderes Polizeidurchgreifungsgesetz. Wenn Polizei so machen will mit dir in Bayern, dann macht die so, aber steckt Arm komplett rein, Digga. Die geht aus dem, bis hier, ohne Gleitmittel machen die. Und gibt das auch direkt danach online im Internet zu. Digga, also hackt's? Und da meinten die, ja, okay, steigt ins Auto. Wir fahren euch jetzt nach Hause. Was sollen wir jetzt machen, unser Wein? Und dann kam Ellie auf die geile Idee. Ja, was hältst du davon, Schatz, wenn wir jetzt einfach ein Taxi nehmen? Wieder dahin fahren, unseren Wein holen und dann einen Wein haben. Oh mein Gott, und das war so lustig. Das war so geil, Freunde, ihr wisst gar nicht. Ich dachte, ihr respektiert die Regel. Die respektieren wir natürlich auch. Die Frage bleibt halt nur noch. Digga, also wirklich, ich scheiß mir gleich mein Gehirn aus dem Maul. Wo wurdet ihr verhaftet? Das war so geil, das so geil war's. Ob sie verhaftet wurden? Ja, gut. Und wo war die krasse Story? Das Einzige, was krass ist, ist deine gute Vorbildfunktion. Wie kann man nur so verloren sein? Wie geht's? Ach. Das Leben ist ein ständiger Lernprozess. Ich muss einfach aus diesem Fehler lernen, so... Ey Leute, guck mal, es gibt doch wirklich Menschen, es gibt einfach Menschen da draußen, die sind einfach wirklich geboren. Die sind geboren zu Meme, man, die können nicht anders, die widersprechen sich so oft selber, Digga. Die haben einfach so, also ich denke mir wirklich jedes Mal, wenn ich so ein Video sehe, so blöd kann man nicht sein und trotzdem gibt es immer und immer wieder was Neues. Glückwunsch, C-Max, hast dich ins Positive verändert. Jetzt werden ekelige Like-Maschen von C-Max folgen, die er früher gebracht hat. Dieser kleine süße Hund ist todeskrank. Er kann was? Nur gesund werden, wenn du jetzt ein Like und ein Abo da lässt. Was? Oh nein! Oh nein! Oh nein, Digga. Ich scheiß mich gleich wirklich voll. Ich bin so wütend und am cringen. Ich glaube, ich scheiß mir gleich wirklich in die Hose. Ja, ich glaube, es ist passiert. Alter. Das ist... Leute, diesem Hund hier. Diesem Hund geht's wirklich gut. Diesem Hund geht's einwandfrei. Aber ich brauche ein paar Prime-Subs, damit ich weiter Futter für ihn bezahlen kann. Denn sonst stirbt er bald. Nein, stimmt nicht. Stimmt nicht, dir geht's gut, oder? Och Mann. Komm, geh wieder pennen, Bro. Danke an jedes Abo und Like. Like, wenn du ein Herz für Hunde hast. Nein! Nein! Er ist jetzt einfach durch dein Like und Abo wieder gesund. Hans Wurstbinde, danke schön. Lass jetzt ein Like und ein Abo da, wenn du gegen Gewalt bist. Wenn du jetzt kein... Das ist doch nicht sein Ernst. Das ist doch... Ich hab sowas noch nie gesehen. Ich mache YouTube jetzt 8 Jahre. 8 Jahre mache ich das, Digga. Ich hab sowas noch nie in meinem Leben gesehen. Ey, Digga. Ein Like und Abo da lässt, bist du richtig ehrenlos. Lass jetzt ein Like da, wenn du diese Katze süß findest und wenn du... Nein, ich hasse die. Sogar ein Abo da lässt, dann beschützt du diese süße Katze vor einem Tierquäler. Lass jetzt ein Like. Was? Was? Ah! Ah, Junge. Oh, Junge. Oh, Junge. Die Katze. Ja. Nee, die scheiß Katze. Die Katze ist mir echt egal. Die Katze ist mir wirklich scheißegal. Alter, wenn du No-Skins süß findest und danach kommst du diese 3 seltenen OG-Skins in deinen Spin, solltest du jetzt kein Like da lassen, dann wirst du für immer in Fortnite Pech haben. Und wenn du immer noch nicht abonniert hast, dann wirst du niemals OG-Skins. Wenn du lass jetzt ein Like und ein Abo da, wenn du deiner Mutter diese Villa schenken würdest. Nein, ich würde meiner Mutter nicht diese Villa schenken, weil dieser Berg, diese Villa ist gefotoshoppt. Diese Villa ist kein... Diese Villa hat einen Watermark drauf. Diese Villa hat einen Watermark. Die will ich meiner Mutter nicht schenken. Da steht drauf, Donald Trump Estate.
Die ist gefotoshoppt, die Villa. Die will ich meiner Mutter nicht schenken. Freunde, lasst jetzt ein Like und ein Abo da, dass die Banane nicht springen soll. Weil es ist eine Falle von den OG-Skins. Die OG-Skins wollen diese wunderschöne, süße Banane einfach umbringen. Obwohl diese Banane auch OG ist. Gibt euch ihre Spitzhacke. Aber diese OG-Banane wird die ganze Zeit von anderen OG-Skins gemobbt. Deswegen, ihr müsst unbedingt ein Abo dalassen, Freunde. Sonst wird er jetzt springen. Und auch ganz wichtig, ein Like, um diese Banane zu beschützen, Freunde. Nein, er will springen. Gebt euch mal die Höhe. Freunde, nein, ihr müsst jetzt unbedingt ein Like da lassen, sonst wird er springen. Ihr dürft es nicht zulassen. Letzte Chance, ein Like da zu lassen. Was macht er jetzt? Oh mein Gott, Freunde, durch euer Like hat er sich umentschieden. Oh. Er wird keinen Selbstmord begehen. Er springt einfach ins Wasser, wird das überleben. Oh. Ja. Oh mein Gott, Digga. Ich glaube, ich hatte gerade einen Schlaganfall. Ich glaube, ich hatte gerade wirklich einen Schlaganfall. Das war zu viel für mich. Das war zu viel für mich. Das war zu viel für mich. Ich glaube... Ist, glaube ich, gerade passiert. Aber das Gute ist, dass wir die Banane gerettet haben vom Selbstmord. Ja, das haben wir geschafft als Community. Ja, ja. Ach, Junge. Sowas kann man sich doch nicht ausdenken. Wie kommt man auf sowas? Wie kommt man auf sowas, Digga? Danke fürs Zuschauen und danke für den Support. Beleidigt Cimex nicht, bleibt sachlich. Am Ende ganz richtig. Des Tages dient dieses Format nur zur Unterhaltung und soll niemanden...